Ah, das ist falsch, 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 falsch. Das ist nichts. Falsch, 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 falsch. Bucky ist Schrotthändler. Da ist nur eins drin. Und das holen wir raus. Einer, der ganz genau weiß, was sich zu Geld machen lässt. Heute ist Recycling. Schrotthandel war gestern. Das Bild, das viele Leute vom Schrotthändler haben, es ist nie der Kriminelle, aber so ein bisschen Halbseiten ist er. Der Mann mit der markanten Glatze hat Großes vor. Den eigenen Schrottplatz führen. Das wär's für Gergely Horvath. Weg von Dosen, Schutt und Müllsäcken. Gerade schlug das Unternehmen einen Schrottplatz in Böblingen. Und Gergely Horvath soll dort Chef werden. Seine Chance. Noch hat er Respekt vor der Aufgabe. Hier ist man alleine. Man muss Verantwortung tragen und halt Entscheidungen selber treffen. Also es wird schon anders. Ja. Da ist Kupfer drin, das haben wir raus. Reine Kupfer, da ist Kilo 3 Euro, 3,50 Euro. Okay. Bucky, Günther Buckenmeier. Ihm macht keiner hier was vor. Ihr habt alles abgeladen. Bucky lobt, schimpft, kommandiert und korrigiert. Ja, ich sag nur die Kabel. Warte mal, ich frage schon Dispo, was macht. Was muss ich auch noch machen? Hast du noch was? Na, Watschken. Okay, alles klar. Okay, gut, ja. Also, war wieder Arbeit umsonst. Victor, wir sollen E-Schrottlader. Was ihr jetzt abgeladen habt. Alles wird aufladen. Alles? Ja, nur die Kabel nicht. Und dann kommt man wieder her und dann laden wir die anderen Boxen von Philipp. Von Philipp, ja. Okay, und dann legen wir nochmal. Man hat alles mit aufgebaut und weiß, wie alles entstanden ist und wie es funktionieren muss. Und das steuert man schon im Zulauf. Da sagt, okay, das Material bleibt bei uns, das andere restliche Material geht zur anderen Firma. Und so muss man das schon vornherein steuern. Und das haben die jetzt eigentlich verpasst und wegen dem haben wir doppelte Arbeit. Magnet. Recycling heißt in Buckys Welt sortieren bis zum Abwinken. Doch demnächst hört die rechte Hand der Chefs auf. Keiner kennt sich aus wie er. Dann haben wir Zink, dann haben wir Alu-Blank, dann Alu-Farbe, dann Alu-Geschirr und ganz hinten haben wir V2A. Und wie hält man das alles auseinander? Ja, durch. Durch jahrelange Erfahrung. Ja, optisch ist kein Unterschied, aber wenn man genau hinschaut und wenn man mit dem Brenner mal reingeht, dann sieht man den Unterschied, wie es reagiert. Und was es wert ist. Gigantische Mengen werden in der Zentrale in Stuttgart-Feuerbach umgeschlagen. Penibel zusammengekehrt wird Schrott zu neuem Rohstoff. Manches kauft Karle, für anderes lässt er sich die Annahme gut bezahlen. Besonders für nicht ganz Ungefährliches. Privatleute, Renovierer und Entrümpler. Das kleine Geschäft landet bei Karle auf dem Wertstoffhof. Auch hier gibt's einen Wechsel. Gergely Horvath steigt auf. Fahr nach hinten zum Müll, okay? Ja, ja, hinten, weil guck, da ist rammelvoll. Betriebsleiter wird er in Böblingen. Horvath als Chef. Ein netter Typ, aber hat er die nötige Autorität? Sehr gut. Mit den Kunden klappt es. Ja, da muss man ein bisschen so Fingerspitzengefühl haben, glaube ich. Also schon. Es gibt verschiedene Leute, manche sind okay, manche halt nicht so okay, aber eigentlich kann man mit allen. Was machen wir mit denen, die nicht so okay sind? Hausverbot. Letzte Woche haben wir 2 Hausverbote ausgeteilt. Ja, aber der hatte schon 3-4 Mal, aber der hat es irgendwie nicht kapiert, dass er nicht mehr kommen kann von Joyner. Was ist drin? Ich habe Baustoffe, also ich habe Farbe und ein paar Lacke und so, also Abfälle im Grunde. Ne? Ja, okay, der Kollege schaut sich das an, gell? Sie können mal abladen. Dankeschön. Danny, der hat ein bisschen Lacke oder getrocknete. Schau mal, wie viel das ist, okay? Sind die leer vorher? Die sind zum Teil leer, zum Teil trocknen. Okay. Für die Annahme solcher gefährlicher Abfälle müssen die Kunden bezahlen. Manchmal sind die Leute vom Bau deshalb nicht so ehrlich wie dieser Kunde. So abgelaufene
Ja, ja. Elementäre Sachen. Gibt's so. Kann man auch zum Müll. Ja. Komm, fahr zurück jetzt. Komm, gib Gas. Nicht so viel überlegen, das kannst du eh nicht. In Feuerbach kennt Horvath die notorischen Schummler. Nimmt sie mit Humor. Ja, der probiert immer. Jedes Mal. Also Bauschutt ist ja günstiger als Müll. Und wenn er zum Beispiel halbe hat im Bus, er sagt lieber mehr Bauschutt, damit er weniger zahlen muss. Ja. Deswegen, bei ihm ist immer einer oder zwei, aber die da stehen beim Abladen. Er kennt mich halt. Ja. Ja. Aber eigentlich aber am okay. Ende passt es, ja. Jetzt kommt er in Verwirrung, jetzt fängt er schon an. Schauen Sie, so fängt es an. Also Bauschutt und Holz sieht anders aus. Ja, ein paar Säcke Müll hat er dabei. Die übliche Variante. Ja, bravo, so sieht es aus, genau. Die was? Also, wie er halt immer macht. Er probiert und am Ende muss er jetzt richtig zahlen dafür. Oder? Ja, wie immer. So locker wird es nicht bleiben. In Böblingen hat Kahle Recycling einen ziemlich runtergekommenen alten Schrottplatz übernommen. Da ist nicht alles so gut organisiert wie hier. Und er soll's richten. Ohne Bucky im Rücken, der heikle Dinge rechtzeitig kommen sieht. Bucky hat heute eine besondere Mission. Der dritte. Der ganze Hof muss sauber sein, wie für einen Staatsbesuch. Einer dieser Kunden, die sogar eigenes Sicherheitspersonal mitschicken. Sie und ihr Müll sollen unsichtbar bleiben. Früher haben wir einmal von HP oder von großen Computerherstellern und so weiter, haben wir oft Geräte gehabt und so weiter, wo man zerstören musste. Die haben sogar ein paar Geld wieder mitgenommen. Wegen Spionage und so weiter, dass da nichts rausgeht und so weiter, dass da nichts passieren kann. Und dann taucht die heiße Fracht plötzlich auf. Servus, hallo. Kein Firmenlogo verrät den weltberühmten Sportwagenhersteller. Das sind teilweise nagelneue Getriebe, aber darf nicht verwendet werden. Und die müssen zerstört werden, dass sie kaputt sind, dass keiner was verwenden kann. Alles streng bewacht. Nichts hiervon darf in die Hände der Konkurrenz gelangen. Nicht mal sehen darf man diesen Müll. Sogar das Sicherheitspersonal des Kunden ist scheu. Ein sehr lukrativer Kunde, der allerdings auch genau weiß, was er will. Die totale Zerstörung. Und das mit komplett sauberen, nagelneuen Getrieben. Schrott? Vielleicht aus Testfahrzeugen? Würde so etwas unter der Hand vom Hof verschwinden, Kahle Recycling wäre geliefert. Doch die beste Kontrolle nützt nichts, wenn die Chefs ihren Mitarbeitern nicht voll vertrauen können. Ja, Betriebsklima ist ganz wichtig, motivierte Leute, und da muss man auch was tun dafür. Stefan Kahle und sein Vater beschäftigen viele langjährige Mitarbeiter, trotz großer Konkurrenz. Im Rücken habe ich einen Bosch, ich habe mir gegenüber Mahle, ich habe in 3 Kilometer weiter einen Porsche in Zuffenhausen. Also ein Porsche ist schon ein cooles Produkt. Bei uns gibt es die auch, aber wir machen die kaputt. Und letztendlich muss ich ja gucken, wie ich Leute an uns binde und Dinge anbieten, die es bei Porsche und bei Bosch nicht gibt. Zum Beispiel mit regelmäßigem Feierabendgrillen, Deutschkursen in der Firma. Stefan Kahle schweißt sein Team, das auch noch ständig wächst, aus unterschiedlichsten Nationalitäten. Wir haben ja gar nicht viele Menschen aus Deutschland, die Lust haben, so hinzupacken, sich die Hände schmutzig zu machen. Das Arbeitsumfeld ist ein forderndes. Und ganz ehrlich, da finde ich nicht viele Deutsche, die auch sagen, ja, da packe ich, also das will ich machen. Die Chance für Gergely Horvath. Der Ungar wird Chef, feiert aber auch gerne. Das ist ein ganz anderes Feeling als wie bei der Arbeit. Werden ganz andere Sachen besprochen. Was denn zum Beispiel? Ja, also Frauen zum Beispiel. Nee, Sport, Fußball, alles, was halt in der Freizeit jeder macht, das ist was anderes halt. Halt, langsam. Ganz nebenbei tragen sie hier einen kuriosen Wettkampf aus. Wenn es viral geht, gibt es Abmahnung.
Pizza. Mit befreundeten Geschäftspartnern. Die Kamera vom Herrn hier. Liebe Firma Falk Adler, herzlich willkommen bei der Grillbach-Challenge von Kalle Recycling. Man muss nicht alles verstehen. Hauptsache, am Ende stimmt die Rechnung. Beim angegammelten kleinen Platz in Böblingen zum Beispiel. Sein Kapital ist die alte Genehmigung durch die Behörden. Woanders eine neue zu bekommen, würde Stefan Karl Jahre kosten. Die kleine Müllkippe hat so das Zeug zur Goldgrube. Eine Fläche ist dann auch gut, wenn sich auf kleiner Fläche viel dreht. Da geht es um die Umschlaggeschwindigkeit. Und es geht nicht darum, einen großen Platz zu haben, wo viel rumliegt und tot ist, sondern eher die Standorte, die verkehrsgünstig liegen. Das ist super, hier direkt an der Autobahn. Außerdem liegt schon eine Genehmigung drauf. Das heißt, ich erspare mir ein ganz langes Genehmigungsverfahren. Und das war ein gutes Gesamtpaket. Wenn der Plan aufgeht, ein kluges Investment. Die Ecke ist von uns, von Feuerbach aus, katastrophal zu erreichen. Deswegen ist das für mich ein strategisch wichtiger Standort. Einmal natürlich zur Bedienung unseres großen Kunden Daimler. Das eröffnet mir ganz neue strategische Möglichkeiten, auch kalkulatorisch. Und einmal dieses Angebot an die Kunden zu haben, hier abladen zu können. Noch ist es nicht so weit. Wo Schrott und Paletten liegen, wird künftig alles angenommen, auch gefährliche Stoffe. Den beiden Mitarbeitern vom alten Schrottplatz gibt Gergely, der neue Platzwart, noch etwas Starthilfe. Ich hoffe, Sie können unser Tempo annehmen, weil wir haben ein ganz anderes Tempo als was Sie bis jetzt gemacht haben, das weiß ich. Also bei uns kommen 100 bis 120 Kunden pro Tag. Hier sind 5 oder 10 Kunden pro Tag. Und wenn das ja auch mal so läuft, dann wird es auch für Sie eine Herausforderung. Ja. Vor allem wird es aber eine für Gergely. Er wird noch eine Durststrecke erleben. Erstmal schmeichelt der Aufstieg und die Vorschusslorbeeren vom Chef. Hauptgrund ist, dass ich ihm sehr vertraue. Das ist unglaublich wichtig, wenn jemand so eine Verantwortung für so einen Standort übernimmt, dass ich nicht das Gefühl habe, da macht er sich die Tasche selber voll. Also, da muss man sich vertrauen und das weiß ich, das kann ich bei ihm 100%. In der Firmenzentrale in Feuerbach hat der Ungar nämlich clever für neue Geschäftsbeziehungen gesorgt. Seitdem schickt Karle Holz nach Ungarn. Gott sei Dank, die Spedition ist auch gut. Die probieren auf unserem Level, also unsere Erwartungen nachzukommen. Und es war schwer, so eine zu finden. In Deutschland wird Karle das Holz nicht mehr los. Jetzt fährt es in eine ungarische Holzfabrik. Und 13 Stunden Fahrzeit. Mit der Holzconnection hat Horvath sich für den Karriereaufstieg empfohlen. Die Kunden, die laden jetzt ab. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr. Vielleicht ist Montagnachmittag oder Dienstag schon in Ungarn eine Spanplatte raus, was ein Möbel wird. Also das geht ruckzuck. Es ist eine ständige Herausforderung hier. Wie lässt sich das Angelieferte sinnvoll und günstig recyceln? Und mit wem am besten realisieren? Früher war Schrottkarle nur Metall. Davor hat man alte Autos durchaus einfach ins Meer geschmissen. Heute unvorstellbar. Jetzt gehen viele nach Afrika oder Osteuropa. Was hier in Stuttgart bei Günter Buckenmeier entsorgt wird, entspricht natürlich korrekt den Vorschriften. Nehmen Sie mal schön hoch, gucken wir schon die Flüssigkeit durch, ob was drin ist, noch Getriebe und so weiter. Auch in einem verbrannten Fahrzeug gibt's noch Umweltgifte. Schau mal, der Motor, der ist zwar oben drüber verbrannt, aber unten ist die Ölwanne und so weiter. Da unten, die ist nicht verbrannt, da wird noch Öl drin sein. Bei dem müssen wir das kontrollieren. Schon. Bevor wir das dann klein machen. Ja, da kommt noch Öl. Ja. Durch die Reibung beim Schredder und das ist der kleinere. Dann, wenn das Öl drin ist, das schmiert dann und dann, wenn es warm wird, fängt es zu brennen. Ja. Und mit dem muss die ganze Flüssigkeit alle raus, auf jeden Fall. Und was sagt der Kollege zum Buckenmeier? Das ist ein alter Buscitano vom alten Schlag. Und er sagt dann geradeaus, was er will. Und das ist schön. Ich weiß dann, was ich bin.
und er weiß, von was er redet. Ja. Was wir da machen, ist die Räder runter wegen Aluminium. Das Aluminium hochwertiger ist wie der Schrott. Trotz seines Postens als stellvertretender Geschäftsführer käme Bucki nie auf die Idee, den Chef rauszuhängen. Stattdessen ist Zusammenhalten seine Devise. Denn es gibt hier einiges zu verarbeiten. Ja, wir hatten eigentlich auch so Unfälle, wo total zusammengeschoben waren und so weiter, wo nur noch ein Knäuel war, wo dann unter Umständen Tote waren und so weiter. Das ist schon, gibt sich dann so zu denken, wenn man die Autos sieht. Mehr als 45 Jahre hat Günter Buckenmeier die Firma gemeinsam mit seinen Chefs weiterentwickelt. Sie haben sich an Firmen beteiligt, sie aufgekauft, manchmal auch einfach platt gemacht. Doch immer war einer morgens als erster in der Firma und abends machte er das Licht aus. Bucki. Der Schrottkahle, das war der 79-jährige Senior. Er hat die Firma groß gemacht, Politiker beraten, die Branche verändert, das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wirtschaftskrisen überstanden und Fehlinvestitionen nach der Wiedervereinigung. Vom Schrottkahle zum Big Player im Recyclinggeschäft. Sohn Stefan sieht die nächste Herausforderung. Eine gesellschaftliche. Wir müssen von diesem Thema Wegwerfgesellschaft wegkommen. Der beste Müll ist der, der nicht entsteht. Vermeidung wird wichtiger werden. Wir haben nicht mehr so viele Ressourcen. Wir müssen gucken, dass wir vermeiden. Das wird ohne Verhaltensänderungen nicht laufen. Und dann müssen wir schauen, dass wir von den Abfällen, die wir produzieren, dass wir von denen möglichst viel wieder in den Stoffkreislauf kriegen. Stefan Kahle baut das Unternehmen entsprechend um, sucht unternehmerische Partnerschaften, wie schon sein Vater. Geschäftsführersitzung. Optimierung, Umsatz und immer wieder die Suche nach neuen Mitarbeitern. Da hat mich jetzt gerade noch mal die Dame von der Vermittlerfirma angerufen und mich gebeten, gegebenenfalls heute eine Entscheidung zu treffen, weil der eine Zusage am Freitag bekommen hat von dem anderen Unternehmen. Und wann kommt das Gespräch? Um 13 Uhr. Ja, so. Also da sehen wir, dass Container ein bisschen weniger war, durchschnittlich. Aber Mulden war nach wie vor viel. Ein flexibler Komplettentsorger. Trotzdem bereitet auch Kahle die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Sorge. Ich hoffe, dass der Automobilindustrie die Kraft für diese Region spendet, dass der gute Lösungen für die Mobilität der Zukunft einfallen, weil wir davon eben natürlich auch mit abhängen. Aber das ist nicht seine einzige Sorge. Eine Bürgerinitiative ist gegen eine weitere Kahle-Expansion mitten in Stuttgart vor Gericht gezogen. Wo immer Müll umgeschlagen werden soll, wehren sich die Anwohner. Überall. 179 Kommunen sollen da ihren Müll auch hinbringen können. Ihren Sondermüll. Die dürfen ja auch gifthaltigen Müll annehmen. Und das im Mineralwasserschutzgebiet, das ist also ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Also ja, wollen Sie auch unterschreiben? Na klar. Vor Gericht hat die Bürgerinitiative gegen Kahle schon einmal verloren. Anwohner haben Angst um ihre Gesundheit. Der Staub geht überall durch. Hier in dem Fall ist es jetzt Holz. Aber beim Steinbrecher haben wir Quarz. Quarz ist lungengängig. Das ist relativ gefährlich oder ist eigentlich sehr gefährlich. Und wir haben Kindergärten, Schulen in der direkten Umgebung. Markante Travertinsäulen markieren das Streitobjekt. Ein Areal, das Stefan Kahle auch irgendwie schützen will. Da ist jetzt jahrzehntelang direkt gegen die Travertinwand geschüttet worden. Und ich sage, nee, das ist nicht Denkmalschutz, das machen wir anders. In Zukunft wird da eben eine Schutzwand davor stehen. Das war die Jahre davor nicht so. Und das fuchst einen dann einfach. Wenn man die Dinge besser macht, viel besser macht, als es in der Vergangenheit war, und es nicht gesehen wird, das tut schon ein bisschen weh. Die Hallen aus der Frühzeit der Industrialisierung wurden bereits vor Kahle von anderen Müllfirmen genutzt. Das macht das Areal für Stefan Kahle so attraktiv. Der Unternehmer würde gerne beides möglich machen. Kultur und Müll.
Sie setzen da unten drei Philharmoniker rein und machen da ein kleines Konzert abends. Eine geile Beleuchtung da rein, das ist der Oberknaller. Das muss ja nicht sein, solange hier der Radlader fährt. Aber das kann ja sein, wenn der Radlader Feierabend macht. Gemeinsam mit einem Altpapierentsorger und einem für Bauschutt hat Karle das Areal einer früher hier ansässigen Müllfirma abgekauft. Für die Bürgerinitiative ein Skandal. Für Karle, auch hier wieder, ein strategisches Investment. Neue Anlagen entstehen zu lassen, ist praktisch unmöglich. Deswegen versuchen wir einfach, bestehende Anlagen zu erhalten und weiter zu betreiben. Und so wie wir es jetzt eben hier am Standort tun, die zu modernisieren und auf den aktuellen Stand der Technik zu heben. Den Müllberg zu beseitigen ist notwendig. Vor der eigenen Tür haben will ihn aber niemand. Dass er immer größer und größer wird, liegt auch am Verhalten jedes Einzelnen. Ein bisschen verbittert ist Stefan Karle schon über die Vorwürfe der Initiative. Ich habe es noch nicht geschafft, die Treiber aus der Bürgerinitiative einzubinden und habe auch nicht das Gefühl, dass das der Wunsch ist. Auch auf dem neu übernommenen Schrottplatz in Böblingen laufen die Dinge nicht ganz so reibungslos. Inzwischen arbeiten die Männer unter ihrem neuen Chef. Und der kämpft mit den Tücken der Bürotechnik. Ich bin froh, dass ein Bildschirm bei mir geht, damit ich wenigstens schaffen kann. Du, könntest du mir mal unser Passwort geben, weil wir wollen den EC-Kartenlesegerät gerade einstellen. Bisher nicht ganz sein Spezialgebiet. Ja, wenn wir ein Kabel hätten, toll. Eins ist okay. Gut. Draußen auf dem Hof kommt, noch sehr gelegentlich, mal ein Kunde. Zeit zum Üben für die Rolle als Chef. Die zwei Leute haben wir ja übernommen von hier. Und in Feuerbach ist es eine Pflicht. Und das verlangt mein Chef auch, dass sie ihm helfen beim Ausladen. Das müssen wir ihnen auch beibringen, den zwei Neuen, weil die schauen da gerne zu. Als neuer Chef ist er eben jetzt Fachkräfteausbilder und Mädchen für alles. Ich schicke das dem Fink, okay? Ja, die brauchen den Wiegschein da drüben, vom Payogo. Ich denke, so eine Stunde, wenn er weg ist, dann mache ich es fertig, okay? Der Fink, der bisherige Betreiber, versucht offenbar noch ein bisschen mitzuverdienen. Normal haben wir das Ganze übernommen mit Kunde. So habe ich es mitbekommen. Ja, jetzt hat der Fink doch noch andere Vorstellungen. Aber das haben sie mit Stefan Karle schon besprochen, deswegen. Ich wiege jetzt über Fink ein und mit Anfahrstelle von dem und dann kriegt er das, wenn es fertig ist. Aber Druck braucht er nicht zu machen jetzt. Firma Karle Horvath. Jetzt, Herr Fink, hallo. Okay, Stefan Karle sagte mir, Sie werden mir eine Liste geben, was über Sie läuft und was wir dann direkt machen. Ich denke, so eine halbe Stunde mache ich das, okay? Okay, gut, Herr Fink, ciao. Nochmal der alte Betreiber? Der kommt jeden Tag. Also gestern war der da, vorgestern war der da, heute hat er angerufen. Also es wird immer weniger offensichtlich. Wenigstens können die Kunden jetzt Bargeld loszahlen, wenn sie denn kommen. Andere Lösungen gehen nicht so schnell. Über den Widerspruch der Bürgerinitiative gegen Karle im Travertinpark ist nicht entschieden. Aufgeben wollen sie nicht. Das sind Hallen aus Travertin, die sehen aus wie Marmorhallen. Und da kommt jetzt Müll rein, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist die Zeit der Industriebauten aus den 20er Jahren. Die sind also von einer solch detaillierten Qualität. Es sind praktische Räume, die man unbedingt der Öffentlichkeit auch überhaupt mal zeigen können müsste. Die Gegner sind erbost. Ganz bewusst habe die Stadt Stuttgart das Areal dem Müll geopfert, so der Vorwurf. Auf Vorkaufsrechte verzichtet, Karle den Kauf dadurch indirekt ermöglicht. Weit weg ist das für Günther Buckenmeier in Feuerbach auf dem Hof mit zwei Männern aus Nigeria. Auf seiner Flucht war Henry zwei Jahre lang in Libyen, hat dort das Trennschweißen gelernt. Lange Zeit, ich schaff mit Feuer. So mit Feuer, ich hab keine Angst vom Feuer mehr. Ja, er hat früher Schiffe abgebrannt, kleiner gemacht. Von daher kennt er das natürlich aus dem FF raus. Trennschweißen ist anspruchsvoll, komplexer als es aussieht. Wir schneiden mal ab, 1,50 Meter. Aber die da,
Diese Schiene, da machen wir nur die Platten weg, gell? Und die legen wir da drauf. Schienenschrott des Bauprojekts Stuttgart 21. Ja, das geht auch nicht ins Stahlwerk, sondern so ein Material geht in die Gießerei. Und aus der Gießerei kommen heute zum Beispiel die Bremsscheiben. Und dazu brauchen wir super Material. Aus Bahnschienen werden Bremsscheiben. Und aus Fremden wurden kurz vor Buckis Rente Freunde, die ihn sehr schätzen. Immer glücklich, immer lucky, Max Spaß, Witz, immer. Ohne Bucki Meier keine glücklich, man. Ja, wenn wir haben ein Problem, wir gehen zu ihm und er versteht alles. Genau. Ja. Er ist wie unser Papa hier. Richtig, Marco, unser Vater. Für Bucki ist das alles ganz einfach. Er hat klare Vorstellungen über die Zusammenarbeit. Man muss sich untereinander verstehen, das ist ja so. Man muss zusammenarbeiten in einer Firma. Und da gehört halt eine gute Wellenlänge dazu. Ja gut, weil das halt heute Morgen... Also, Jelly in der Gegend. Jelly, komm. Dann kann man nicht verwechseln, verstehst du? Alles klar, okay, gut, ciao. 45 Jahre stand die Firma an erster Stelle. Die Ehe gescheitert, Skifahren, Tennis und auch den Karnevalsverein vernachlässigt. Alles für diesen Job. Kann man sagen, das macht glücklich? Auch, ja. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, ja. Das ist eine Befriedigung. Fällt Bucki nach dem großen Abschied womöglich in ein Loch? Oder gibt es schon eine neue Baustelle? Ich möchte zu meinem Abschied keine Geschenke, sondern Spenden für das Krankenhaus. Das ist Indien. Und das ist in Nordindien, das ist ganz oben im Gebirge sozusagen. Und dort ist auch ziemlich Urwald und ganz schwer zugängliches Gebiet. Wie sind Sie da drauf gekommen? Durch meine Freundin. Seine neue Liebe, die er fürs Fest zum ersten Mal in die Firma eingeladen hat. Wird sie zu seiner großen Abschiedsparty kommen? Gergely Horvath richtet in Böblingen so lange schon mal den Chefparkplatz ein. Es muss jetzt endlich mal vorangehen hier. Und das tut es ja wohl auch. Das Tempo könnte man allerdings noch steigern. Einige Leute aus Feuerbach, aus der Zentrale, sind zur Unterstützung gekommen. Da am Dach der Nachbar, der wird sein Dach auch wechseln. Ich habe gesagt, das ist ein Asbestdach, kann er gerne liefern. Also. Ich denke, das wird schon. Das wird laufen. Neue Zeiten brechen an. Leiter! Und mit dem neuen Chef beginnt in Böblingen eine neue Ära. Die von Karle Recycling. Gut. In der Zentrale in Stuttgart feiert die gesamte Firma. Für alle hier ist das der Abschied einer Legende. Der Ära Günther Buckenmeier. Übrigens ist die Prinzessin seines Karnevalvereins die neue Liebe. Und Mimi gibt sich die Ehre. Ah, da ist er wirklich einer der besten Mann, den ich kenne. Ein Abschied, der schwerfällt. Ich glaube schon, dass er werde sehr viel vermisst in seiner Arbeit. Ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre große Lebensleistung. Eine ganz kleine Träne verdrückt Bucki jetzt doch noch. Karle Recycling war schon sehr lange sein Leben.